Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ein leidiges Thema TGB. Hatte ich schon mal, war ein Problem mit TGB. Da oben halt ein Video gemacht. Und zwar haben mich jetzt schon mittlerweile sehr viele angeschrieben. Oh, kannst du da nicht auch mal irgendwas machen? Du bietest ja für Polaris die Buchsen an. Mein Bruder hat jetzt schon für Articat, glaube ich, schon die Buchsen fertig. Wie gesagt, da wollen wir auch noch irgendwann ein Video drüber machen. Aber es geht heute erstmal um TGB. Ich habe dann mal mir so einen A-Arm zuschicken lassen von jemandem. Ich weiß ja nicht mehr, von wem ich kam. Schreibt mal in die Kommentare unten drin, wer mir das geschickt hat. Ich habe das nicht mehr gefunden. Und es geht genau gesagt um diese Buchsen. Ja. Ich habe das schon mal probiert gehabt, habe es dann aber aufgegeben, mal hier die Buchse auszupressen. Habe dabei schon den A-Arm ganz schön beschädigt. Also, ich sag mal, Thorsten hat es bei den Dämpfern jetzt mittlerweile geschafft, hat mir dann die ganze Lager hier sozusagen gereinigt und geschickt. Und da habe ich jetzt ja Buchsen schon gebaut für die Dämpfer, für TGB. Aber eben für die A-Arme habe ich es noch nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn Thorsten es hinkriegt, muss ich jetzt mich auch noch mal ransetzen. Aber ich habe jetzt das anders vor. Ich will ja nicht die Buchse komplett rauspressen, sondern ich will sie einfach nur rausschneiden, richtig säubern und das Innenteil auch säubern. Und dann kommen bloß meine Buchsen da eingebaut. Deswegen werde ich es nicht an diese Seite machen, sondern eher an die Seite, die ich noch nicht angefasst habe. Gut. Problem bei diesen ganzen Buchsen, ich sag mal, die sind ja sehr langlebig, wenn man sie richtig einbaut. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt so eine Buchse. Das ist eine Vollgummibuchse, die ist komplett eingeklebt. Und das Innenteil, wenn man genau hinguckt, hat hier so einen kleinen Rand. Und das wird verankert mit den Bolzen. Und dann muss der Gummi sozusagen die Schwingenbewegung mit überbrücken. Und dadurch, dass es das alles hier komplett verklebt ist, muss sich sozusagen der Gummi dehnen. Jetzt gibt es ein großes Problem, wenn das Ding jetzt falsch eingebaut wird. Also ihr schraubt jetzt an euren Quad ran und schraubt es fest, ja, dann ist es ja meistens ausgefedert. Ihr bockt es runter, dann geht es hoch und dann fahrt ihr noch. Und dann ist der Gummi eigentlich immer komplett überstrapaziert. Deswegen ist es bei diesen Buchsen, wenn ihr jetzt so eine A-Arme kauft, ganz wichtig, dass ihr die Schrauben locker lasst, das Quad runter bockt und euch am besten noch einen Fahrer, der eigentlich da immer drauf sitzt und dann erst die Buchsen sozusagen in diese Stellung festschraubt. Dann löst sich das sozusagen ein bisschen die Buchse, wenn man runtergeht. Und wenn man fährt, dann hat sie nicht so einen dolle Dehnung, dass es dann schneller kaputt geht. Aber kaputt gehen tut es sowieso, weil das ist einfach keine gute Lösung. Das hat Can-Am besser gemacht. Und Polaris und Articat und wie sie alle heißen. Gut, die Dinger kosten auch kein Geld. Das Problem, dass es ja keine Ersatzbuchsen gibt dafür. Das heißt also, wenn hier irgendeine Buchse verschlissen ist oder hier das Stützlager, müsst ihr den kompletten A-Arm kaufen. Genau dasselbe ist bei dem Dämpfer auch. Ich sag mal, da ist das nicht nachhaltig, muss ich sagen. Da muss TGB auf jeden Fall handeln. Ich weiß nicht, ob es bei den neuen Modellen schon geändert wurde. Ich sag mal, die Buchsen sind nicht schlecht. Aber wenn man sie nicht mal tauschen kann und dann komplett das ganze Teil kaufen muss, was dann richtig teuer ist, bei 199, mal guck, kostet so ein Arm. Wir haben 4 Stück davon, ja, vorne. Deswegen sage ich mir, ich setze mich da jetzt mal ran und guck mal, ob wir das irgendwie mit meinen Buchsen hinkriegen. Und wenn das geklappt hat, wird das Video online kommen. Ja, dann muss es ja geklappt haben, wenn ihr das jetzt seht. Also, ertrag kurz das Intro und dann zeige ich euch mal, wie ich das jetzt hier vorhabe zu machen. Bis gleich. Nicht vorspulen, wer? So, als erstes muss ich definitiv irgendwie versuchen, das Innenteil hier rauszubekommen. Und ich habe mir jetzt überlegt gehabt, ich habe es erst probiert, mit einer Diamantbohrkrone einfach mal auszubohren. Das sieht man bei dem unteren Teil hier. Ja, ich komme da nicht weit noch hin, weil die ist zu groß. Jetzt habe ich noch mal ein paar abgenutzte Bohrkronen hier zu liegen. Problem bei den Bohrkronen ist, mir fehlt die Aufnahme. Passt nicht am Winkelschneider, passt nicht an eine Bohrmaschine und ich habe nicht den richtigen Bolzen. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Und ich will es aber auch so machen, dass ihr das auch hinbekommt, ohne irgendwelche Fachwerkzeug. Ja? Deswegen versuche ich jetzt mal zu improvisieren. Das ist hier ein Durchmesser von 29, der passt. Und das ist hier ein Durchmesser von 30, der passt auch noch. Ich glaube 32 ist das Außenteil hier drinnen breit. Ja, ungefähr. Also so eine Teile müsst ihr haben. Und dann will ich jetzt mal schnell hier irgendwie einen Adapter bauen mit einem Bolzen und einer Mutter. Und dann spannen wir da ein, eine Bohrmaschine. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding da irgendwie rausgefräst kriegen. Gut. Ich muss jetzt improvisieren. Aber das kann ich ganz gut. Ich bin ja der fröhliche Friemler. FF. So. Akkuschrauber Heik, vollen Akku Heik hoch. Wie gesagt, ich könnte es jetzt auch eine Ständerbohrmaschine machen. Ich mache das erstmal an den kaputten Teil und dann machen wir das nachher bei dem Teil. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie rausgefräst kriege. Eigentlich nur Rind.
Ja, klar, ist eine abgenutzte Bohrkrone. Die ist nicht mehr die schärfste. Aber die macht was. Klar, mit einer richtigen Bohrmaschine wird besser. Und ich glaube, man sollte vielleicht noch ein bisschen kühlen, wa? Aber ich liebe sowas friemeln. Habe ich irgendwo Wasser zu stehen? Nee, wa? Aber wie gesagt, die Bohrkrone ist stumpf. Ich werde mal die andere ausprobieren. Also, ihr müsst ja jetzt nicht zugucken, wie ich das jetzt mache. Wie ich die schnell tausche. So, jetzt haben wir ein bisschen Wasser. Ja. Kann man es noch ein bisschen kühlen. Das kippen wir da jetzt mal rein. Bisschen, aber nur ein bisschen. Und nicht um Akkuschrauber, ja. Oder? Ah, jetzt haben wir draus. Jetzt heißt es erstmal hier den Gummi komplett entfernen. Und dann müssen wir den Bolzen auch noch reinigen. Das wird noch lustig. Gut, abkühlen. Und dann geht es weiter. So, jetzt erstmal, ich zeige euch mal innen drin, wie es aussieht. Innen drin sieht man noch Gummireste, die müssen natürlich alle noch weg. Hier ist schon ein blankes Metall. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten jetzt rauskriegen. Erstmal grob mit dem Messer schnitzen oder was? Ich weiß auch nicht. Hier schnitze ich schnell mal mit dem Cuttermesser ein bisschen grob und dann gucken wir mal, wie wir das ausgefriemelt kriegen. Gut, bis gleich. So, ich habe, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden. Ich werde jetzt die Diamantbohrkrone aufsetzen. Die setzen wir jetzt hier rein und werden die dann hier hoffentlich dann auch durchgefedert kriegen. Also die passt ja eigentlich drin und die fräst ja eigentlich nur das Gummi weg. Ich probiere mal aus, ja? Müsste funktionieren, glaube ich, denke, hoffe. Dann nehmen wir das Ding und gucken mal, ob wir das reingefriedelt kriegen hier, wa? Sieht gut aus. Hier haben wir noch ein ganz bisschen Reste, die muss ich noch wegkriegen. Zeig euch mal kurz. Sieht schon ganz gut aus. Der Draue ist ja gut, dann halten die Buchsen besser. Aber wir müssen hier drüben irgendwie noch den Gummi wegkriegen. Mal gucken, wie ich das mache. Gut, bis gleich. So, das Reste hier müssen wir natürlich mit der Bürste machen. Das macht sich aber ganz gut. Wenn es so aussieht, ja, haben wir alles richtig gemacht. Ringsherum, der ganze Gummi ist raus. Ich werde die Buchse, die hatte ich ja schon probiert, gehabt auszupressen, werde ich jetzt wieder reindrücken ein bisschen. Hoffentlich kriege ich das hin. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ja. Das muss ich jetzt noch auf der anderen Seite auch noch machen. Wie gesagt, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Wir brauchen ein bisschen Werkzeug, aber ihr seht, wir brauchen nicht mal spezielles Werkzeug. Jetzt kommt aber das große Problem, den Einleger brauchen wir auch noch. Da kann man auch erstmal zur Not mit dem Messer erstmal die Grube abschneiden und dann muss man sehen, wie man das denn noch sauber kriegt. Bin mir auch noch nicht ganz sicher. Aber ich probiere das mal mit dem Messer aus. Den spanne ich mir jetzt einen Schraubstock ein und dann schneide ich das. So, ich habe es jetzt mal hier eingespannt und dann will ich mal gucken, ob ich das mit dem Messer irgendwie erstmal grob abgeschnitten kriege hier. Das geht aber ganz gut. Ich sag, man schneidet erstmal eigentlich vom Körper weg, ja. Gut, machen wir. Geht nicht, geht so besser. Erstmal das Grobe müssen wir auf jeden Fall mit dem Messer runterschneiden. Eine Info am Rande, habe ich jetzt gerade mitgekriegt. Wenn man jetzt erstmal hier so einen Anfang hat und jetzt hier so an der Seite einspannt, macht sich das eigentlich ganz gut mit dem Messer. Man schält sozusagen den Gummi dann auf dem Metall lang runter. Und das macht sich gut. Das ist ja nicht mal so eine Qual. Da schafft man auch ordentlich was. Ja, weiter geht's. So, nachdem wir jetzt den ganzen Gummi runter haben, müssen wir natürlich noch ein bisschen blank machen. Ich mache jetzt erstmal mit einer groben Drahtbürste. Und macht erstmal hier den groben Dreck alles ab. Ja? Das muss richtig blank sein. Sieht ganz gut. Ich habe auch in diesem Fall jetzt eine Messingbürste genommen. Die greift das Metall nicht so stark an, sondern friemelt eigentlich bloß oder entfernt bloß den Gummi dann sozusagen. Ja? So, jetzt sieht er schon ganz gut aus, aber das reicht mir nicht. Wie gesagt, ich will den auch richtig glatt machen. Das heißt, wir schrauben jetzt hier einen Bolzen durch, spannen nochmal einen Akkuschrauber ein und polieren das Ding nochmal richtig auf Hochglanz. Weil dieses Teil muss nachher in der Buchse sich drehen können.
Und das muss so sauber wie möglich sein. Aber wir müssen da aufpassen, dass wir nicht zu viel Material abtragen. Dann muss eigentlich das Metall nur glänzend sein. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich zeige euch gleich, wie ich es gemacht habe. Ja, bis gleich. So, ich habe jetzt einen Bolzen durchgemacht, mit einer Mutter gegengekontert. Auch wenn es jetzt ein bisschen eiert, das ist nicht so schlimm, weil wir wollen es ja bloß noch polieren. Ich habe jetzt Wasserschleifpapier da. Das ist 600er Körnung. Ja. Wir machen das alles schön nass. Deswegen habe ich auch die Decke jetzt weggenommen vom Tisch. Weil wir ja nur noch hauchdünn was wegnehmen wollen. Das heißt also, einfach drüber halten und hauchdünn glätten. Ja? Und auch nicht vergessen, immer wieder Wasser ran. Und ohne Druck einfach drüber hier. Ja? Das machen wir jetzt mal ein paar Minütchen und dann gucken wir an, wie er aussieht. Wie ein richtiger Führungsbolzen, wa? So soll das sein. Ja, man sieht noch ganz kleine Stellen, aber hey. Ah, ja. Sieht man das? Dann ist er gut genug. Jetzt muss ich schnell die Buchsen konstruieren und zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ich die Buchsen da einbaue. So, beide Buchsen ist fertig, für eine Seite jetzt erstmal. Wie gesagt, eine Buchse ist ungefähr eine Stunde und 40 Minuten. Die stecken wir jetzt erstmal rein hier. Wir nehmen mal die bessere Seite. Das ist ja die, die ich zerdoppert habe hier, wa? Ja. Und dann nehmen wir mal die gute und zeige euch mal, wie gut die reingehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, das stecken wir einfach mal hier rein. Vorführeffekt, wa? Passt nicht. Da. So. Erste sitzt. Dann machen wir die andere hin. So. Die sitzen schon mal gut. Wie gesagt, ich habe einen seitlichen Rand noch dran. Das sollte jetzt eigentlich passen mit den Innenlinern. Mal gucken, ob die auch passen. Wie gesagt, das ist jetzt Premiere, aber die passen ganz gut. Ja, die gucken auch ganz minimal noch raus. Ein ganz bisschen. Sieht man das? Hier ein bisschen und hier ein bisschen. Weil falls sie sich noch verkrallen oder zusammendrücken. Wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, bevor man jetzt diesen Bolzen hier reinmacht, hier muss Fett drin. Reichlich Fett. Wie gesagt, TGB hat ja eigentlich keine Fettnippel dran, aber man sieht Markierungspunkte. Ja, wenn man da jetzt die Buchsen drin hat, hier ein Loch drin bohrt, hier Winde drin schneidet, Fettnippel drin, dann macht man ein bisschen Fett drin, steckt die Hülsen sozusagen rein, pumpt Fett drin und dann schraubt man zusammen. Und dann braucht man eigentlich nie wieder Fett nachfetten. Also so ist es jedenfalls bei Polaris. Man braucht da wirklich nicht mehr nachfetten. Denn das funktioniert auch alle, die drehen sich auf jeden Fall gut. Ja, drehen sich gut, sind richtig stramme, passt. So, wieder mal was Schönes gezaubert. Jetzt bräuchte ich einen mutigen Tester, der die Buchsen mal auf Langzeit testet. Ja, ich mache euch schnell die anderen Binnenbuchsen, dann wäre der Arm auch in Ordnung. So, jetzt bin ich wirklich gespannt auf eure Kommentare, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es sinnvoll, weil jedes Mal einen A-Arm zu kaufen, bloß weil irgendeine Buchse hinten kaputt ist. Klar, wenn man jetzt einmal oder zweimal die Buchsen tauscht, wird irgendwann vorne ein Stütz da auch kaputt sind, dann müsst ihr einen neuen A-Arm kaufen, weil ich habe da schon mal nachgeguckt, das sieht nicht aus, als wenn man da irgendwie eine Möglichkeit hat, dieses Stütz da auszupressen. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, drinnen in den Kommentaren oder mich kontaktieren, ob das auch machbar ist. Weil eigentlich müsste man jetzt hier das absägen und hier einen Adapter einbauen, womit man dann hier so ein Ding da tauschen könnte. Finde ich schade, aber ist eben so. Dann wäre ich auch mal gespannt auf Kommentare von neueren Geräte, ob die wirklich immer noch die eingepressten Dinger haben hier oder ob TGB schon vielleicht da was geändert hat. Ja, das war die gewesen mit dem Video. Rinnen in die Kommentare. Link zu den Teilen von Fingiverse unten in der Videobeschreibung. Ich packe dann auch noch die Buchsen dazu für die Dämpfer. Die müsst ihr natürlich mit ganz weichem Filament drucken, weil das muss ja auch ein bisschen Stöße abfangen. Da habe ich ja gerade jemanden, der den testet. Ja, alles nacharbeiten und alles nachmachen hier auf eigene Gefahr. Also, wenn die da irgendwie Scheiße baut, ist das natürlich alles von Arsch. Und muss ja darauf hinweisen, in Deutschland ist sowas ja verboten. Wa? Achsteile sollte man nicht selber bauen. Und schon eigentlich mit einem 3D-Drucker, die alten noch nicht. Das sehe ich an die 20 Quads, die mit meiner Buchsen jetzt rumfahren und völlig zufrieden sind. Gut, also ich habe bis jetzt noch nichts Negatives gehört. Kann ja Sinn, dass ihr schon mal gehört habt. Dann drin in die Kommentare, ob meine Buchsen scheiße sind. Ja. Ich schwafe schon wieder so viel. Vergesst einen Daumen hoch nicht. Abo, auch nicht schlecht. Ne? Kann man ja nie genug haben. Daumen hoch nicht vergessen. Und jetzt könnt ihr abschalten und euch ein neues Video suchen, weil das war jetzt gewesen von meiner Seite aus. Ich muss jetzt meine Solaranlage weitermachen. Da habe ich auch noch viel Arbeit. Und mein Quad ist eigentlich auch noch dran. Ich schaffe das halt gar nicht. Viel zu viel Arbeit. Gut, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.